Moin, moin, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS22 Keimsten Farm Projekt. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast, denn es geht endlich weiter. Und zwar machen wir heute verschiedene Dinge. Der Kollege hier, Autodrive, fährt noch mit dem hier rüber. Währenddessen ist der Johnny hier, der 6120M, schon beim Händler angekommen. Ich wollte jetzt einmal eben gucken, was wir auf Feld 4 eigentlich gerade aktuell machen müssen. Muss gepflügt werden? Ja gut, pflügen können wir jetzt hier nicht. Also würde ich ja sagen, kalken wir erstmal. Das heißt, wir packen hier den Kalkomat hinten dran. Und schicken den auf jeden Fall los zu dem Feld. Dann können wir nämlich schon mal ein bisschen Mischfutter herstellen. Ich glaube, das ist keine allzu schlechte Idee. So. Und dann laden wir hier erstmal Kalk auf. Hä? Was habe ich jetzt? Ach, jetzt habe ich hier was komplett anderes drin. Warte mal. Das war ja richtig clever. Das muss aber hier nochmal raus. So. Denn ich muss ja hier Kalk haben. Kalk will ich haben. Jetzt sag nicht, dass hier kein Kalk reingeht. Mann, warte mal. Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Ach, da geht gar kein Kalk rein. Verdammt. Verdammt! Ja gut, dann brauche ich den hier halt. Ohne Aufbau. Reifen. Mache ich Pflegereifen. Und dann lassen wir den so. Vorher muss ich den ja aber, den ich habe, nochmal verkaufen. Den habe ich auch noch gekauft gehabt, ne? Ja, verkaufen. Und dann nehmen wir uns den hier raus. Ach komm, wir lassen den, wie er ist. Aber wir mieten den, weil sonst bringt das uns auch nicht viel. Genau, und wenn dir das Ganze hier gefällt, lass mir doch liebend gerne auch ein Däumchen da. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und somit würdest du natürlich auch ganz klar den Kanal ein bisschen unterstützen, was natürlich auch ganz cool wäre, ne? So, und jetzt werden wir den erstmal anhängen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich glaube, mit dem Trecker hier wird das schwierig. Also ich sag mal so, wir gucken nochmal kurz in den Shop rein. Hier brauche ich auf jeden Fall. Ach so, steht hier gar nicht, wie viel PS man hierfür braucht? Nö. Naja, gut. Naja, gut. Kombination. Ah, hier Gewicht. Guck mal. Nehmen wir mal hier noch so ein Gewicht mit, oder? Zack. Kaufen. Wunderbar. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal ranbauen. Das können wir ja gleich nochmal machen. Und dann haben wir da auf jeden Fall ein bisschen Konter. So, dann werden wir die Wiese erstmal kalken. Und werden, warte mal, Wiese 4. Können wir ja schon mal hier einstellen. Beim Autodrive, Feld 4, dann fährt er da hin. Alter, wie viel geht hier rein, ne? Aber ich glaube, das ist halt auch nicht der richtige Schlepper dafür, um ehrlich zu sein. Also, im Sinne von. Na, wobei, man kann sich auch täuschen, ne? Es kann natürlich auch sein, dass der jetzt halt wirklich noch ein bisschen Power hat. Aber wir schauen mal so. Mach das Ding jetzt hier mal voll. Wunderbar. Dann nehme ich das Gewicht noch mit. Zack. Auch gut. Gewicht nach oben. Und dann geht unser Gespann auf die große Reise, würde ich sagen. Sieht schon ein bisschen wild aus, aber auch nice. Auch nice. Sehr schön. Guck ihn dir an mit dem Schnäuzer und der Cap. Bester Mitarbeiter hier. Eigentlich geht das voll, finde ich. Oder? Geht eigentlich klar. So, ach, der Kollege hängt hier fest. Warte mal, jetzt muss ich mal hier eben so. Ja, du kannst da auch einfach hier bleiben, weil. Genau. So.
Jetzt ist natürlich die... Ey, vorwärts. Jetzt ist natürlich die Frage, was muss ich hier reinpacken in Futter, zum Futtermischen? Da muss ich... Und ich muss da auch... Naja gut, gucken wir uns dann an. So, wir brauchen Silage, Stroh... Ja. Das kriegen wir ja hin. So, dann machen wir den erstmal aus. Dann holen wir erstmal Stroh, weil ich noch eben den... Die Dings hier dran habe. Die Gabel. So, Stroh kriegen wir ja... Stroh haben wir ja zum Glück ein bisschen. Stroh haben wir ja zum Glück ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen, aber auch nur. Wie viel müssen wir denn da haben? Ich nehme mal erstmal die eine Balle hier mit. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, deswegen nehme ich gleich eine zweite mit. Muss ich jetzt hier einmal das ganze Schöne durchbrechen, aber es nützt ja nichts. Ich brauche Stroh. Ich brauche Stroh. So. Dann geht das weiter. Packen wir hier schon mal Stroh rein. So. So, Stroh ist schon mal drin. Das ist natürlich die Frage, wie viel. Okay, also 50% Stroh haben wir schon mal. Perfekt. Und das wenigste muss Stroh eigentlich da rein. Ja, ja moin, das wird ja... das passt ja hervorragend. Gut, dann gucken wir erstmal, machen wir erstmal Mischration fertig. Silage da rein. Dann machen wir erstmal Silage damit rein. So, das Gute ist halt echt, dass der Manitou so wendig ist, ne? Auch auf dem kleinen Streifen hier. Das ist halt echt mega gut. Bam. Ja, geht gleich los. Geht gleich los. So, hier machen wir erstmal auf das Ding. Ja, erstmal muss ich hier die Silage, die hier noch über ist, vielleicht ein bisschen irgendwie hier nochmal so zur Seite bewegen. Das ist noch schon ganz schön viel eigentlich, glaube ich. So. Erstmal hier rein in den Busch damit. Dann haben wir nämlich hier ein bisschen eine klarere Kante so gesehen. Hier macht er jetzt. Macht er jetzt nicht ganz, ne? Weil. Klar, da jetzt erstmal frische Silage ist. Aber gut, die nehmen wir uns da jetzt erstmal raus. Dann haben wir zumindest schon mal eine volle Schaufel. Ja, die würde ich jetzt einfach mal da reinschmeißen. Oder? Schmeißen wir jetzt mal. Eine Schaufel rein. So, eine Schaufel ist drin. Wir haben zwar noch zu viel Stroh und wir brauchen noch... Was brauchen wir denn noch? Ich glaube, das ist... Das ist Gras, ne? Ich hoffe zumindest. Oder ist das Heu? Wo sehe ich das denn nochmal hier? Ich würde sagen, das ist Heu. Ich würde sagen, das ist Heu. und dreimal dürft ihr raten, was wir aktuell haben. Also nicht haben. Ist Heu. Aber gut. So, wir gucken mal, was wir hier jetzt machen können. Der Kollege ist jetzt da auf dem Feld hier, ne? So, das heißt, wir werden jetzt dem erstmal einen schönen Kurs generieren. Job erstellen. CP Feldarbeit. Feld 4 hat er erkannt. Wunderbar. Dann machen wir ein Vorgewende reicht. Wir generieren mal den Kurs.
Der Kurs sieht soweit. Was will er denn hier enden? Okay, warte mal. Wir machen mal. Vorgewende machen wir mal 1. Ja, das sieht besser aus. Dann machen wir das schließen. Dann machen wir. Huch, hier fällt. Ordner erstellen. Warte mal, welches Feld war das jetzt hier? Schon wieder vergessen. Feld 4, ne? Ja, Feld 4. Dann machen wir F04. Und dann Kurs speichern. Hier rein. Kalk. Ach, warte, jetzt muss ich aber nochmal schnell schauen. Verdammt. Wie weit ist denn die Arbeitsbreite? 12 Meter müsste die haben, ne? Zack. Hat er 12 Meter? Ja, 12 Meter. Perfekt. Dann Kurs hier rein. Kurs speichern. Kalken 12 Meter. 12 Meter. Alright, dann würde ich sagen, aktivieren wir den mal. Oh, stopp, warte, halt. Nicht den. Hier, erster Wegpunkt und Abfahrt. Schauen wir mal, ob das klappt. Oh, der hat aber auch einen guten. Der hat einen guten Wendekreis, der Kollege hier. Das gefällt mir. Gut, dann macht der das, der macht das. Ja, wir müssen eigentlich. Wir müssten eigentlich. Fahre ich den Kollegen mal eben hier so hin. So schön an die Seite, wisst ihr? Dann kann der da ja erstmal. Oh Gott, ganz gut stehen bleiben. So. So, da kommt man ja ran so. So. Lassen wir den hier eben stehen. Und schnallen uns mal eben die Mähwerke an. Puh, jetzt wird's wirklich intensiv. Aber das haben wir uns ja auch so ausgesucht, ne? Ansonsten wären wir ja auch nicht da. So. Zack. So, warte mal, ich muss hier mal kurz. Oh Gott, bloß nicht die Strohballen umkippen. Das wäre jetzt nicht so schön. Muss ich mal ganz klar dazu sagen. So, warte mal. Oh, der hat auch gut Zunder drauf hier, der Kollege. Der Bursche. So. Wo komme ich denn hier am gescheitesten raus mit dem? Also der Parkplatz hier, der war ja jetzt nicht so optimal, um ehrlich zu sein. Zumindest nicht so. So, jetzt müssen wir mal eben schnell schauen. Der kalkt, wunderbar. Wo haben wir denn noch eine Wiese? Wo haben wir eine Wiese? Das ist die Wiese von dem Dings. Okay. Feld 10. Würde 230.000 kosten, ne? Puh. Was ist das denn hier? Feld. Ach, das ist da hinter dem Feld, okay. Ach, das Feld war das kostenlose, ne? Deswegen haben wir das. Okay, der macht da was. Okay, das ist gut. Hier, Feld 29, perfekt. Ja, Lohn 1 Euro. Whatever. So, 230, 270, 230, Feld 10. Kriegen wir noch Kredit? Kriegen wir noch Kredit? Oh, bitte. Ich glaube, wir haben noch Glück. 270, 230. Dann kaufen wir uns das Feld 10.
Dann lassen wir den Kollegen mal eben dahin fahren. Zu Feld 10 starten. Ah, warte, ich fahre noch mal kurz ein Stückchen selber, weil da jetzt die Presse noch im Weg steht. So, jetzt kann er weiterfahren. Okay. 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 Hoch. Dann machen wir mal zweimal Vorgewende vielleicht. Vielleicht ist das besser. Einen Job starten und dann Kurs speichern. Ja. Okay. Aber der macht, warte mal, stopp. Mach mal nächster Wegpunkt. Ja, gut, dann lassen wir den fahren. Der macht auch noch... Alter. Alright. Wieso kostet da gerade was? CP. Lohn gar nichts. Ach, der... Warte, stopp. Deswegen. Ja, der soll schon das nehmen, was ich hier habe, ne? Warte mal. Und zwar soll der wenden auf dem Feld. Ja. Aber er soll nichts kaufen. Wo hatte ich das denn letztens noch gesehen? Das sind die Kurse. Warte mal, CP-Kurs, okay. Wenden auf dem Feld aktivieren, Frucht umfahren aktivieren. Das ist alles okay. Senken, Gerät horizontal, ja. Da. Feldarbeit, 25 km/h, Wendemanöver. Aber wo war denn das mit dem Zukaufen? Achso, warte mal, hier Helfer, das ist ja ganz normal, ne? Helfer kaufen, nee, aus, alles aus. Alles aus einfach. Einfach alles aus. So, und jetzt müsste der auch das benutzen, was wir hier drin haben. Ah, perfekt. Okay, wunderbar. So, der andere ist angekommen auf Feld 10. Dann klappen wir mal hier alles Mögliche aus. Und dann gehen wir hier nämlich in die nächste Kursgenerierung rein. Und zwar... Hier, zack, Feld 10, Job erstellen, CP Feldarbeit, Kurs generieren, wir möchten Vorgewende 2, gucken wir mal. Kann ich den nicht, Vorgewende 2? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Warte mal. Job erstellen. Generieren. Was passt ihm denn jetzt nicht? Fahre ich mal mehr aufs Feld drauf. Kein Kurs. So, Kurs generieren möchte ich auch. Ah, jetzt. Okay, jetzt hat er die Rundung hier. Zack, wunderbar. Zwei Dinger. Jetzt kann ich hier Kurs generieren. Wir machen mal 3 Vorgewende, weil dann sieht das vielleicht schöner aus. Ja. Sieht gut aus. Kursgenerator schließen. Job starten. So. Und dann ist das Feld 10. Machen wir 9 Ordner. F10. Und dann ist das die Arbeitsbreite 8,50. Dann Kurs speichern, hier rein, mähen 8,50 Meter. Okay, dann haben wir das nämlich drin.
Erster Wegpunkt wäre halt ganz chillig, wenn du damit starten könntest. Okay, wende doch einfach in die andere Richtung. Wie wär's denn damit? So. Jetzt vielleicht? Perfekt, Kuss. So, denn ist der am Mähen. Dann haben wir da ein bisschen Zeit gewonnen, Freunde. Richtig gut. Guck mal, der ist auch gleich fertig. Das heißt, den können wir dann gleich nochmal mit dem Striegel loslegen lassen. Der Kollege, ja, der ist halt, den lasse ich hier jetzt erstmal kurz stehen, würde ich fast sagen. So, den lassen wir da kurz stehen. Jetzt habe ich natürlich immer noch klar das Gespann hier. Naja, schauen wir mal. Oh, guck mal, wie weit der Cosplay da drüben ist, ne? Das dauert da echt noch Ewigkeiten. Okay, hier lässt er ein bisschen Rand, das ist aber in Ordnung. Wir können uns schon mal Ausschau halten nach einem Zetter, weil dann machen wir hier auf jeden Fall. Da war doch einer im Angebot, ne? 13.000. 17 Meter, das ist zu groß, würde ich fast sagen. Verdammt. Ich würde halt eigentlich bei dem hier bleiben. 9 Meter ist okay. Den kaufe ich mir jetzt. Scheißegal. Ich habe ja noch keinen. So. Ja, demzufolge würde ich sagen, Freunde, lassen wir das Ganze mal so stehen. Beziehungsweise die Cosplay-Helfer arbeiten ja fleißig weiter. Und wenn ihr das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch lieben gerne ein Däumchen da. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht im LS22 auf dem Kalmsten Farm Projekt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.